Philippa Hauenstein ist Führungskraft in Unternehmen seit vielen Jahren, vor allem in der Weiterbildung von Mitarbeitern in verschiedenen Branchen tätig. Er hat ein Buch geschrieben, was ein Stück eine Summe ist seines Arbeitens und seiner Leidenschaften, nämlich 52 großartige Coaching-Impulse zu einem und seine Leidenschaft für Bibel- und Jugendarbeit zu anderen. Und aus diesen beiden Elementen hat er ein Buch gestrickt, in dem er ganz praktische Geschichten des Lebens verbindet mit biblischen Geschichten und die fügt er zusammen. Ein ganz kurzes Beispiel, die Geschichte der Flöhe in einem Glas. Wenn Sie ein Glas mit Flöhen haben und Sie decken dieses Glas ab, dann werden diese Flöhe springen bis an den Deckel, bis auf die Höhe des Deckels, den Sie da drauf tun. Und wenn Sie dann nach einiger Zeit den Deckel runter tun, dann werden die Flöhe weiterhin springen bis auf die Höhe, von denen Sie gelernt haben, dass dort der Deckel ist. Und dieses Bild benutzt er zum Beispiel, um auszuwickeln, dass wenn wir an gewisse Grenzen stoßen, wir uns abtrainieren, darüber hinaus wachsen zu wollen. Diese Metaphorik benutzt er, um sie dann biblisch so zu verbinden, dass man als Gottes Geschöpf sich auch trauen darf, über diese Grenzen hinauszugehen, die wir vielleicht gespürt haben. 52 solcher Geschichten von ihm großartig erzählt, eindrucksvoll illustriert, ein Buch zum Thema Persönlichkeitsreifung, zum Thema Führung, zum Thema Selbstführung. Alle, die in diesem Bereich tätig sind oder etwas weitergeben wollen, auch im Bereich von Gruppen oder Coachings, haben einen wunderbaren Berater mit diesem Buch.